Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Animation Throwdown mit mir, dem gleich. Jetzt sind wir wieder bei den Daily Shop News angelangt. So, und jetzt gucken wir doch einfach mal hier. Wir haben wieder ein paar Kommentare. Das ist zum einen von Maxi Max. Ich hab Glück, ich hab Butterscotch Cookies schon lange. Gratulation, Maxi Max, dafür. Ich hab's noch nicht. So, hoffe, irgendwann kommt auch das Switch und Hyper BGE. Habe ich in einem anderen Video schon gesagt, ich hoffe es nicht. Weil. Für die Gilden, also wenn du ein Siege organisierst, manchmal ist es auch ganz sinnvoll, einfach mal solche Inseln reinzunehmen, damit der Gegner die nicht attackieren, also beziehungsweise sich dafür keine Decks zusammenstellen kann. Wobei andere Gilden machen das ja ständig und für die müssen sich dann was Neues einfallen lassen. Außerdem werden einige von uns oder einige Spieler dann wieder richtig was reinpayen müssen in das Spiel, um mit ihren Decks einigermaßen am Start zu sein. Also ich weiß nicht. Damit können Sie sich von mir aus erstmal ein bisschen der Zeit lassen. So, dann haben wir noch Enno Tabling. Cooles Video. Ich bin vor circa 2 Wochen angefangen. Bin jetzt Level 12. Also innerhalb von 2 Wochen auf Level 12 ist schon nice. Ist gut mit am Start. Gratulation, Enno Tabling. So. Dann geht's jetzt los hier. Schauen wir mal hier, was haben wir da unten rechts? Eine Mega Anniversary Bundle. Für 1000 Credits. Das sind irgendwas 110 Euro oder so. Zwei legendäre Karten, 500 sagenhafte Steine, Random Hero Token, 11.000 Edelsteine. Ja, ich bin kein Fan vom Reinpayen, deswegen mache ich das nicht hier. Mal gleich auch über 50 Edelsteine, Random Hero Token, sagenhafter Stein, 250 Legendary. Ja, sieht auch nicht viel anders aus und so weiter und so fort. Dann haben wir hier ein lila Powerpack. 400 Gems. Level 11er lila Karte. Level 11? Was denn? Level 11? Keine Ahnung. 400. Wahrscheinlich ist es einfach nur eine Level 2. Vermute ich jetzt einfach mal. 400 Edelsteine. Ja, für umgerechnet ungefähr 3,50 Euro. Kann man theoretisch mal machen, aber ich mach's nicht. So, dann haben wir hier die Kleptobox. Gucken wir da mal rein. Kleptobänder. Coole Karte. Nice. Dann haben wir hier den Baked Evil Monkey. Den habe ich schon bei dem Addicted Video vorgestellt. Dann haben wir Butter Toffees. Was Maxi Max bereits hat. Toad Licking. Krötenlecken. Dr. Amy Wong und der Eugene Belcher. Das ist schon eine ziemlich coole Box, muss ich sagen. Gefällt mir sehr gut. Und wenn ich die 800 hätte, würde ich die da jetzt mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit reinstecken. Also das macht auf jeden Fall Sinn. So, dann gehen wir jetzt in die, ja, in die Daily Combo Mastery. Gucken wir mal, was dabei rauskommt. So, dann haben wir als allererstes hier den Bob Jean mit am Start. Jo, gucken wir mal in den Bob Jean rein. Gab es damals noch bei den Challenges als Pre-Combo. Ist richtig nice eigentlich. Also hat halt relativ viel Cripple All und eine, ja, inzwischen durchschnittliche Gasattacke. Also der ist nicht schlecht. Der ist wirklich nicht schlecht. Aber 500 Gems. Wie gesagt, ich bin ja hier FTP-Player und 500 Gems würde ich jetzt auch hierfür nicht ausgeben. Wer zu viel davon hat, ja, kann sich mal lohnen. So, dann gucken wir weiter. Das nächste Combo, die eigentlich ganz cool ist, muss ich sagen, ist der Michael Dengelow. Der Michael Dengelow ist hier mit dem Stan. Und dann haben wir hier. Ja. Was heißt das jetzt hier? Animal Anus. Okay. Bei uns heißt Tier Ani. Habe ich früher mal Tirani gesagt. Bis dann irgendwann mal Veni gemeint hat, das heißt doch Tier Ani. Okay. Hier mit der Bassor.
Ist halt eine extrem defensive Karte, ne? Hat Mauer, Blutsauger, Cripple. Der ist nicht schlecht, aber halt für defensive Geschichten da. Und ihr wisst ja, ich bin nicht der Urbs, ich bin nicht der Fan von defensiven Kombos. Also, natürlich, wenn sie sein müssen, klar, aber ich würde mir da jetzt keine Combo Mastery für holen. Da muss es schon eine mega geile Combo sein. So, dann haben wir hier Luenz, 21. Geburtstag. Luenz, 21st Birthday. Ja, ist eine Karte. Also, Luen ist eine der schwächsten Karten des ganzen Spiels und nicht dieser Geburtstag hier ist, glaube ich, das einzige. Kann es jetzt gar nicht so genau sagen. Welche Kombos gibt es denn überhaupt mit der Luen? Können wir das überhaupt nicht, gar nicht so richtig vorstellen aktuell. Klicken wir mal da drauf, was dabei rauskommt. Tevo, Luen. Na. Also Luen ist wirklich, selbst diese Devil Luen, es gibt Devil Bobby, es gibt Devil Hank, aber das ist, okay, die hier sieht nicht ganz so schlecht aus, Ad Luen, aber das ist viel, 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 viel Mist. So, Luen lohnt sich nicht wirklich. Gut, dann gehen wir mal rein in die nächste Combo. Und das ist Crayon Drawing. Gucken wir mal ganz kurz, was diese Combo so kann. Crayon Drawing ist das hier. Auch das mit dem Stewie. Also auch heute wieder der Shop, dieser Combo Mastery Shop relativ überflüssig. Ich habe jetzt echt gedacht, dass sie gerade an ihrem Anniversary da geile Combos rausballern. Und zwei ganz gute bei den Gems, aber hier bei den normalen Combo Steinen nichts wirklich prickelndes mit dabei. Ja, das war's dann auch schon wieder von diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst mal einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, läutet die Glocke, schaltet das nächste Mal wieder. Ey, wir haben gleich 700 Abonnenten bald geknackt. Endlich haben wir bald die 699 haben wir im Moment. Bald haben wir die 700 geknackt. Es wäre halt echt schon richtig, richtig nice, wenn uns das irgendwie jetzt noch die Tage gelingen würde. Nachher sofort würde dann auch wieder Community-Runden in Fortnite machen. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst mal ein Like da, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal, schaltet es mal wieder ein, wenn es wieder heißt Animation Throwdown mit mir, dem Herrn Geisch. Macht's gut, bis dann und tschüss.